Äh, na zusammen, hier ist wieder ich natürlich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir finden und erkunden, unter Dracheninseln. Und da haben wir das Achievement Schätze der verbotenen Insel und dafür müssen wir folgendes machen. Entdeckt die verborgenen Schätze auf den verbotenen Inseln nach dem Sturm. Nach dem Sturm heißt immer, dass es quasi jetzt ab Patch 1007 ist. Und ihr seht, das sind einige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ein paar habe ich schon. Und das sind alles wiederholbare Kisten, die einfach überall rumliegen. Die können auch mehrere Leute looten. Ein paar habe ich schon geholt. Und ja, ich würde sagen, die flattern wir jetzt mal alle ab und schauen, wo wir die finden können. Bei einigen davon gibt es auch mehrere Spots. Also das ist jetzt nicht nur ein Spot, sondern die können an vielen Stellen liegen. Und um das Ganze ein bisschen zu erleichtern, können wir hier in dem Lager, in dem Basislager, einmal ein Item kaufen, um die Schätze auch auf der Map zu sehen. Und ich würde sagen, da gucken wir jetzt mal. Und zwar hier bei der Dunkeleisenzwergin. ...können wir ein Item kaufen, und zwar schimpft sich das einmal... ...wirklich, ja, Schriftrolle der Wahrnehmung. Und da können wir für 60 Minuten diese kleinen Schätze wahrnehmen. Sprich, wir sehen sie einfach auf der Map, macht es ungemein leichter... ...und das solltet ihr euch auf jeden Fall kaufen. Und ja, sobald wir das haben, können wir das einmal einsetzen. Ihr seht, 60 Minuten haben wir es drauf, und jetzt können wir los-tigern... ...und uns diese Schätze suchen. So, dann haben wir die erste Kiste, und zwar seht ihr, hier haben wir die Obsidian-Kiste. Die sehen wir auch schön auf der Map... Und ähm, ja, die gibt es eigentlich hier auf den kompletten Inseln. Die ist nicht sonderlich selten. Ich bin jetzt hier auf den Koordinaten 57, 63. Und dort quasi im obersten Stockwerk dieses Gebäudes steht die einfach dran. Also einfach looten. Aber wie gesagt, die gibt es auf der ganzen Insel. Die ist nicht sonderlich selten. Dann haben wir die nächste Kiste. Und zwar den Vogelfund. Ihr seht es hier wieder auf der Map. Und ähm, der ist eigentlich auch auf der kompletten. Einzelvertreten ist immer in der Nähe von, äh, von Bäumen. Das sind einfach so kleine Nester. Oh, ups, da bin ich jetzt ein bisschen zu weit drüber hinausgeschossen. Also hier haben wir Vogelfund. Und ähm, den, den ich jetzt gefunden habe, ist nur ein paar Meter weiter von dem Gebäude. Hier auf den Koordinaten 58, 59. Aber wie gesagt, in, in dem ganzen Bereich, wo Bäume sind, findet man die Dinger. Dann sind wir jetzt beim nächsten Schatz. Und zwar haben wir jetzt hier vor uns den Knochenhaufen. Und den gibt es eigentlich hier auch auf der Hauptinsel äh, relativ häufig. Ich bin jetzt hier unten bei 4242. 42 und ja, da liegt er einfach hier so ein bisschen an so einem Felsen dran. Ja, oft ist es so, dass natürlich noch so ein paar Mobs diese ähm, Schätze bewachen. Da die aber einen Tick noch da bleiben, wenn die jemand anderer gelootet hat, sind oft die Mobs schon down und man kann es einfach quasi weglooten. So, dann haben wir damit schon mal das dritte. Dann kommen wir als nächstes zu den Vorräten der Zauberverschworenen. Und zwar finden wir die hier in diesen Kortakompten drin. Wenn ihr da reingeht. Dann kommt er quasi hier raus und hier in dem ganzen Bereich können die sein. Ich bin jetzt relativ weit nach hinten durchgelaufen und hier hatte ich eine gefunden. Das ist jetzt in den Katakomben auf den Koordinaten 31, 63. Aber wie gesagt, die können hier im ganzen Bereich spawnen und tatsächlich hier auch am Anfang. Heißt, ihr müsst nicht unbedingt ganz nach hinten durch. Aber dass ich es euch jetzt zeigen konnte, ne, habe ich manchmal hier ein bisschen durchbegeben. So stark sind die Mobs ehrlich gesagt nicht. Wenn ihr es könnt, wie ich, ist es natürlich wesentlich angenehmer, weil da müsst ihr dementsprechend dann nicht komplett durchlaufen. Und hier seht ihr Obsidian. Kisten sind hier auch Mass auch noch drin. Also, falls ihr draußen keine findet, kriegt ihr die hier tatsächlich auch recht gut. Dann kommen wir zum nächsten. Und zwar haben wir den Steinschuppenhaufen hier. Und ähm, ja, der spawnt an einem oder an mehreren Stellen hier in diesem Sturmriskrater. Das ist hier dieser Bereich. Und ich habe jetzt meine Kiste hier auf den Koordinaten 71, 54 gelootet. Dann haben wir als nächstes hier die Truhe der weiten Schuppen. Und die finden wir überall da, wo Nager sind. Und ich bin jetzt hier unten in einer Höhle drin, auf den Koordinaten 72, 68. Und da gucken so ein paar Naga unter anderem rum. Und deswegen gibt es da halt auch die Kiste, ihr seht, hier haben wir diese Nager. Ich gehe jetzt mal einmal aus dem Höhlenkomplex hier raus, dass ihr ein bisschen seht, wo wir da genau rein sind. Also da drin ist, glaube ich, auch ein Rare, soweit ich das noch auf dem Schirm habe. So, also. Gehen wir da mal ein bisschen weg. Ihr seht, da oben haben wir jetzt so diesen Hülleneingang und da drin ist es einfach. Also hier quasi in der Seite rein und da sind ein Haufen Nager drin und da spawnen äh, an mehreren Stellen diese Kisten. Dann kommen wir zur nächsten Kiste und zwar haben wir hier einmal den äh, Feuerhaufen und dieser Feuerhaufen spawnt auch in dem Krater drin. Und zwar, ähm, seht ihr, sind wir einmal hier jetzt in dem Gewölbe unten drin, aber das kann auch hier in dem kompletten Kratergebiet ähm, spawnen. Hier im Gewölbe sind tatsächlich zwei Spots. Da ist quasi einmal hier äh, rechts und der andere ist auf der anderen Seite hier links. Seht ihr, da haben wir nochmal einen. Den hat eben schon gerade wer gelootet, dementsprechend ähm, wird der dann auf der Map nicht mehr angezeigt. Aber wegluten können wir trotzdem und dann ist der auch einmal abgehakt. Also ich zeige es nochmal, hier oben können wir reinlaufen und unten drin sind dann zwei Spots, aber hier draußen sollen die anscheinend auch spawnen. Dann haben wir hier die nächste Kiste und zwar Vorrat der Eisenfluträuber. Und diese Dinger können anscheinend auch so kleine Inseln spawnen, beziehungsweise immer in Küstennähe. Ne? Da wo Piraten sind oder andere so sehr Kreaturen, stehen die oft rum. Wie hier zum Beispiel, da haben wir einen Mob, der den bewacht, und dann können wir den einmal looten. Und damit haben wir noch eins abgehakt. Wo ist jetzt der, wo ich bin? Und zwar, ich bin jetzt hier unten an der Küste auf den Koordinaten 44, 16. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar habe ich jetzt ähm, Sturmfresserhaufen gefunden. Den können wir auch im Krater finden. Und zwar auch hier wieder in dem kompletten Bereich. Ich kann euch empfehlen, so wie ich das gemacht habe, hier zu hoppen, denn die scheinen relativ selten zu sein. Ne? Also, ich habe jetzt hier mehrfach hoppen müssen und habe jetzt dann endlich einen gefunden. Den, den ich gefunden habe, der war hier auf den Koordinaten 68, 55. Und damit haben wir quasi wieder einen abgehakt und jetzt fehlen nur noch zwei, beziehungsweise ein verbotener Schatz, den muss ich euch ja auch noch zeigen, wo es den gibt. Dann sind wir am nächsten und zwar die Rationen von Morkut. Und die looten wir jetzt hier einmal weg. Da sind wir hier ganz unten am Wasser dran. Anscheinend gibt es hier zwei, drei Spots, wo die spawnen können. Ich bin jetzt hier auf den Koordinaten 37, 82. Und jetzt brauchen wir noch quasi Frostherzhaufen. Ich habe auch jetzt gerade nochmal geguckt: ähm, Verbotener Schatz. Das sind tatsächlich nicht diese kleinen Schätze, sondern das sind die großen, die ihr auf der Map auch angezeigt bekommt, wenn die ab sind. Ne? Deswegen. Hatte ich den auch schon. Da gibt es auch übrigens noch ein anderes Achievement für. Und zwar ähm, gibt es auch eins, wo man 10 verbotene Schätze looten muss. Das ist manchmal ein bisschen tricky, weil die nicht lang da sind. Ne? Da sind dann immer ein paar Mobs außenrum, so Elite-Mobs, die muss man töten. Äh, und dann kann man dementsprechend diesen große Schatzgruhe öffnen. Und die werden auch ohne den Buff hier auf der kompletten Map angezeigt. Dann sind wir jetzt noch beim letzten Spot. Und zwar. Sind wir hier bei diesem Froststeingewölbe da rein? Und wenn wir da reingehen, sind innen drin einige Spots von den ähm, Kisten. Die sieht man von außen aber tatsächlich nicht. Da hat mir hier gerade der Noobzocker noch nochmal gezeigt, wo es lang geht. Und ähm, ja, das ist dann hier die letzte Kiste. Also, Frostherzhaufen schimpft sich das. Die machen wir jetzt mal auf. Und da, dann haben wir hier einmal das Achievement. Ich zeige jetzt nochmal auf der Map, wo wir uns befinden. Also hier sind wir auf den Koordinaten 67, 55 im Gewölbe und der Gewölbeeingang ist hier oben auf der großen Map von 60, 36. Gut, damit wären wir zu Ende mit dem kleinen äh, Achievement. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt die gerne in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.